Hallo, da ist der Bernhard von Rutter Teus. Schön, dass ihr dabei seid. Mich freut's. Und heute ein leider nicht so langes Video, aber ein kurzes Infovideo. Wir haben Zuwachs bekommen und diesmal von Lego. Richtig. Wer denkt, Lego ist schnell? Falsch, wir haben bis heute noch nicht unsere Kundenprospekte, die sind noch nicht verfügbar. Keine Ahnung, ob es irgendwer anders schon hat. Auf alle Fälle, keiner unserer Großhändler hat die Prospekte verfügbar. Wir sind vorgemerkt, keiner hat's. So, so viel dazu. Eins wisst ihr ja, wir haben Bonsai bekommen. Also der Bonsai von der Botanical Collection ist ja schon länger jetzt bei uns. War aber genauso wie der Blumenstrauß seit Ende November 2020 vorbestellt. Hätte Mitte Januar kommen sollen, ist er nicht. Der ist im, glaube ich, April oder wann es war, gekommen. Also da ist das erste, der Bonsai ist da Video aufgetaucht von uns. Aber ihr werdet es nicht glauben. Ende November bis vor ein paar Tagen, also jetzt ist Mitte Juni, wir haben eher Mitte Juni vorbei. Der Blumenstrauß ist da. Ja, der Blumenstrauß aus der Botanical Collection. Endlich ist er da. Wer es nicht erwarten konnte, hat natürlich im Internet bei den tollen Händlern, die es bekommen haben, stellenweise 20 Euro über den UVP bezahlt. Ja, wenn man es unbedingt haben will, okay, aber 20 Euro, ich meine, das Zeug ist ja von Haus aus schon ein bisschen teurer. Der UVP, glaube ich, ist bei 49,99, bei uns ist er bei 44,90 beim Blumenstrauß. Also wir haben ihn jetzt da, nicht nur der Bonsai ist da, der Blumenstrauß ist da, der Bonsai ist bei 45,90, der ist bei 44,90. Wir sind keine Abzocker, also wir verlangen nicht für das jetzt da 70 Euro, nur weil es irgendwie rar oder selten oder vergriffen war. Ihr bekommt es 5 Euro unter dem UVP. So, das war die Botanical Collection. Jetzt haben wir nochmal einen Zuwachs bekommen, ist leider das Preisschild runtergegangen. Jetzt hoffe ich, dass ich euch den richtigen Preis sage. Ich glaube, der UVP ist bei 129,99. Bei uns ist er bei 119 und ein paar Zquetschten, kann aber auch billiger sein. Aber ich sage lieber ein bisschen mehr. Danke, Zug. Also wie gesagt, er ist auf alle Fälle ein 10er billiger wie der UVP. Vielleicht ein bisschen mehr, kann ich jetzt nicht garantieren. Der 911er Porsche aus der Creators Edition. Und das Tolle ist, ich drehe ihn mal um, es ist 2 in 1 mehr oder weniger. Ihr habt die Wahl, ihr könnt einen Targa draus bauen oder einen Porsche Turbo. Ist beides drin. Also wie gesagt, hinten sieht man nochmal den Unterschied zwischen Targa und Turbo. Wer ihn haben will, wir haben ein Exemplar da, wir haben ihn vorbestellt gehabt, aber wie gesagt, es dauert einfach alles so lang. Vielleicht hängt es ja beim Zollfest. Naja, wie gesagt, Blumenstrauß ist nach über einem halben Jahr endlich da, der Bonsai war nach ein paar Monaten da. Porsche ist jetzt nicht so lange her, aber auch mit Verzögerung. Wir haben jetzt die drei Sachen für euch bei uns im Laden. Ich sagte, der Porsche ist jetzt nur einmal da, wir können aber jederzeit nachbestellen, ist jetzt verfügbar, zwei bei unterschiedlichen Lagern, aber es geht. Blumenstrauß und Bonsai kann ich nicht garantieren, was wir da haben, haben wir da, wenn es weg ist. Vielleicht dauert es wieder ein halbes Jahr, ja, bis er wieder da ist. Also von daher schlagt es lieber jetzt noch zu, bevor es wieder weg sind und dann die diversen Internethändler um 20, 30 Euro mehr verlangen und glücklich sind und der andere ist glücklich, weil er ja zu viel Geld rausgeschmissen hat dafür. So ist wirklich eine tolle Sache, Blumenstrauß, Bonsai und wenn er auf Auto steht, wir haben den Porsche jetzt für euch da. Das war jetzt der Bernhard am super heißen Tag. Das ist jetzt nicht die Sonne, die da rein blendet, okay, die ist jetzt schon ein bisschen weg, das ist jetzt das Licht. Von daher, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag und einen schönen Abend. Und bevor ich es vergesse, merkt euch verflixt und verklemmt. Ich werde euch ins Video einen Link geben. Ich kann jetzt nicht dann momentan, wo ich das Video hochlade, sondern es wird noch ein bisschen dauern. Also wer sich das Video gleich am Release anguckt, schaut später nochmal vorbei.
Dann ist der Link mit dabei, weil ich habe jetzt den woanders leider gespeichert. Ich muss jetzt am PC machen, nicht am Laptop. Auf dem Laptop habe ich die Daten verflixt und verklemmt. Wird ein toller Stream von fünf Verrückten und einen Moderator, der uns durch die Hölle schickt, mehr oder weniger. Verflixt und verklemmt, merkt euch, wenn ich euch den Videolink reingebe, Hashtag verflixt und verklemmt. Und da bin ich dabei, also Router Toys Bernhard. Ihr müsst bei dem Video, wenn ihr da hingeht, den Hashtag verflixt und verklemmt setzen und dahinter den Namen von eurem Favoriten. Das Ganze läuft nämlich so ab, wir bauen ein Set. Richtig, mit Hindernissen. Auf Zeit. Ihr müsst jetzt zum Beispiel sagen, Hashtag verflixt und verklemmt, Bernhard und dann dahinter die Zeit braucht 1,5 Stunden, 2 Stunden, 3 Stunden, 10 Stunden für den Bausatz, das er fertig hat. So viel dazu, der Bausatz ist zwischen 800 und 900 Teilen, mehr wird es nicht verraten dazu. Und wir sind mit Hindernissen gespickt. Also wie gesagt, Hashtag verflixt, verklemmt, euer Ding, nehmt mich. Ich kann es aber nicht versprechen, ob ich so schnell bin oder whatever. Und wie gesagt, Hashtag verflixt, verklemmt, Bernhard 1,5 Stunden als Beispiel oder 2 Stunden, je nachdem, ihr sagt ja, ich schneller oder ich bin langsamer. Ihr könnt das Modell, das Set, das wir bauen, gewinnen. So viel nochmal am Rande erwähnt. Aber jetzt wünsche ich euch wirklich einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann immer ihr zuseht. Macht es gut. Tschüss, euer Bernhard von Router Toys.